Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal um Bildbearbeitung und zwar ein relativ schnelles, knackiges Tutorial in Photoshop. Ich zeige euch einfach mal meine Standardgriffe, die ich immer mache in meinem Workflow. Vielleicht könnt ihr davon was mitnehmen. Um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, habe ich hier schon mal mein Rohbild reingeladen, was aus dem Astropixel-Prozessor rauskam. Heißt kalibriert, gesteckt und das Ganze ja, kalibriert. Wie gesagt, in alles schon in Astropixel-Prozessor. Ich habe das jetzt einfach hier reingeladen und dupliziert gehabt. Genau. Und habe dann dieses Tool hier Filter, RC Astro und Style Exterminator laufen lassen. Damit kann man das Bild erstmal entsternen. Das ist ganz wichtig, denn so können wir nämlich erst richtig das getrennt bearbeiten, Sterne und Galaxie. Um die Zeit hier einfach zu kürzen, habe ich das schon gemacht. Schaut dann nämlich so aus. Dieses Tool kostet etwas. Ihr könnt auch die kostenfreie Version mal ausprobieren. Die heißt StarNet V2. Ich finde tatsächlich den Style Exterminator besser, vor allem weil das alles in Photoshop klappt. Aber ja, soweit so gut. Jetzt haben wir hier zwei Bilder, einmal mit Sterne und einmal ohne. Und wenn wir jetzt hier auf die erste eben drübere Ebene gehen und beim Modus hier auf Subtrahieren gehen, dann haben wir, siehe da, nur die Sterne. Und um das Ganze jetzt als separate Ebene zu machen, kann man jetzt einfach Steuerung Alt Shift und E drücken. Das sind ein paar Tasten. Aber dann hat man hier eine Ebene, die kann man jetzt zum Beispiel Sterne nennen. Genau, das war Galaxie. Und ja, dann hat man hier die Sterne. Die blende ich mir mal kurz aus. Hier muss man wieder den Mischmodus auf Normal setzen. Dann dupliziere ich mir das Ganze. Ja, und jetzt haben wir ganz einfach die Möglichkeit, die Sterne jederzeit wieder reinzuholen ins Bild, indem wir hier einfach auf den Mischmodus gehen und linear abwedeln machen. Dann schaut es wieder genauso aus wie das Bild, ja, am Anfang. Nur dass man halt jetzt hier die Sterne ein- und ausblenden kann. Und das ist halt total hilfreich. Was ich jetzt noch mache, zeige ich euch. Ich passe jetzt erstmal den Hintergrund an. Versuche die Details ein bisschen besser rauszuholen, das Ganze zu sättigen. Dann bearbeite ich die Sterne separat und füge die eben wieder ein mit linear abwedeln. So, ich fange jetzt mal hier ganz einfach an. Ich gehe hier immer in den Camera Raw Filter. Das geht bei Filter und Camera Raw. Ihr könnt hier mit gedrückter linker Maustaste rein und raus gehen. Und als erstes gehe ich bei den Gradationskurven rein und macht mir das Ganze erstmal ein bisschen dunkler, weil der Hintergrund ist ein bisschen arg hell. Und auch den Kern kann man oder die Schale kann man sich theoretisch auch ein bisschen dunkler ziehen. Theoretisch auch im Weiß. Dann nimmt er wirklich nur den Kern ein bisschen raus oder die Lichter. Das kommt halt sehr auf eurem Objekt drauf an. Das kann man jetzt hier nicht pauschalisieren. Was ich auf alle Fälle mache, ihr seht, hier ist doch einiges an Farbrauschen. Das ist einmal bei Details das Farbrauschen. Hier Rauschritzing Farbe ein bisschen hochzuziehen und gleichzeitig aber auch wieder sättigen. Das ist so ein bisschen die Kunst. Bei der Farbrauschreduzierung geht natürlich auch ein bisschen Sättigung verloren. Und das Ganze muss halt jetzt so ein bisschen Einklang sein. Ich mache das jetzt einfach nur mal so grob, Pi mal Daumen. Ihr könnt hier auch mal mit diesen Reglern rumprobieren. Einfach nur, dass ihr meinen groben Workflow schon mal gesehen habt. Genau, so ist es jetzt ein bisschen mehr gesättigt. Drücke auf OK. Dann sieht man schon den Unterschied von vorher und nachher. Die dupliziere ich mir gleich wieder. Und ja, ich kann jetzt mal hier überprüfen mit diesem Pipetten-Tool. Das heißt 3D, wie heißt das? Nein, hier Farbaufnahme. Nee, das war es auch nicht. Das weiß ich selber gerade gar nicht, wie es heißt. Moment. So, ich habe es gefunden. Es ist das Farbaufnahmewerkzeug. Ich gucke gar nicht mehr, wie es heißt, weil ich das schon im Kopf habe. Aber Ziel des Ganzen ist, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Punkte gesetzt. Dann öffnet sich hier ein Fenster bei Info, dass man sich die Werte mal anschaut und kontrolliert, dass sie alle ungefähr bei 20 liegen. Das ist natürlich schwierig, weil natürlich jetzt manche Werte extrem ausreißen, einfach weil die. Ja, ich habe das jetzt halt pixelgenau gemacht. Man kann hier auch einen Durchschnitt nehmen von 5. Dann seht ihr, okay, die Werte sind alle viel enger aneinander. Gut, jetzt sind es langsam zu viele.
Aber ja, ich sag mal, wir sind jetzt hier gerade bei 30. Deswegen würde ich jetzt hier mit der Tonwertkorrektur noch ein bisschen weiter runtergehen. Dann sind wir so bei 25 ungefähr. Ja, 25, 26. Das ist immer so der optimale Himmelshintergrund. Ihr sollt auf keinen Fall euren Himmelshintergrund so machen. Ja, schwarz, ganz schwarz, pechschwarz oder sowas ist einfach zu dunkel. Guckt immer, dass es so um 20 ist. Das ist ganz gut. Genau, ich wende jetzt diesen Effekt hier an mit meinen Steuerungen Alt, Shift und E. Duplizieren wir das Ganze mal. Und so passe ich erstmal den Hintergrund an. Das ist mein erster Schritt, beziehungsweise mein zweiter, lieber entsternen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich möchte die Galaxie separat bearbeiten und den Hintergrund separat auch haben. Ich gebe jetzt einfach mal hier ein Galaxie wieder. Und das hier ist Hintergrund. So. Ziel des Ganzen ist, ich bin jetzt bei der Ebene Hintergrund, Camera Raw nehme ich, dass ich mich jetzt mal rein auf den Hintergrund fixiere. Da gehe ich wirklich dann richtig nah hin, schau mal dieses Rauschen hier an, gehe bei Details und möchte dieses Rauschen reduzieren. Da kann ich diesen Regler hier nutzen, den nutze ich eigentlich immer, das Hauptentrauschen von Photoshop und schau mir das an, dass das nicht zu extrem wird. Farbrauschen kann man auch noch mal ein bisschen reduzieren. Und guckt natürlich, dass das jetzt nicht ganz glatt ist. Das schaut total unrealistisch aus, sondern halt so ein bisschen so auf 40%. Das hängt jetzt natürlich sehr von eurem Bild ab. Aber so schaut es in dem Fall bei mir gar nicht so schlecht aus. Ja, jetzt ist natürlich aufgefallen, dass die Details in der Galaxie dadurch verloren gehen. Und das möchte man sich natürlich wieder zurückholen. Was ich jetzt als erstes mache, ich gehe jetzt diese Hintergrundebene, mache ich wieder aus. Und gehe wieder hier rein und schaue mir jetzt aber erstmal den Kern an, dass ich den bearbeite. Da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen näher ran und ich nutze jetzt mal hier ein paar Tools, zum Beispiel Struktur, schaue mir das an, okay, da bekommt ein bisschen mehr Kontrast rein, Klarheit, ja gut, das muss man halt mögen. Ich nehme tatsächlich noch mal ein bisschen Farbrauschen raus. Ja, und mache halt so kleine Adjustments hier mit diesem Tool. Theoretisch könnte man auch nochmal hergehen bei Filter und bei unscharf, also Scharfzeichner unscharf maskieren. Da kann man auch nochmal richtig reinschärfen. Das ist natürlich jetzt viel zu stark hier gerade eingestellt. Ja, da kann man sich nochmal spielen. Ich nehme jetzt einfach mal die Schärfe hier. Dann sieht er natürlich, der Hintergrund ist total am Eskalieren. Der rauscht wie verrückt. Und jetzt wollen wir natürlich hier den glatten Hintergrund und die scharfe Galaxie irgendwie zusammenbekommen. Und ich mache das folgendermaßen, ganz radikal tatsächlich. Ich habe hier oben den Hintergrund, nehme den Radiergummi und ihr könnt es euch denken. Ich stelle hier erstmal ein, dass das hier weich ist. Die Größe gehe ich ungefähr jetzt auf diese Balken und gehe hier auch bei der Deckkraft runter. Ja, und gehe jetzt einfach wirklich hier ganz eiskalt runter, bis man die Details wieder erkennt. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen kleiner. Genau. Und so mache ich das jetzt, um spezielle Regionen wieder reinzuholen, die Schärfe. Man kann hier auch Hintergrundgalaxien wieder schärfen und so weiter und so fort. Das ist eine richtig radikale Methode. Für viele vielleicht nichts, aber ich finde das eigentlich immer ganz praktisch, um gewisse Regionen nochmal zurückzuholen. Ja, jetzt haben wir hier zwei Bilder. Das kombinieren wir wieder mit Steuerung Alt Shift E. Und jetzt könnten wir theoretisch, wenn wir lustig sind, noch ein paar Farbkorrekturen machen. Kommt ja jetzt immer darauf an, wie ernst ihr das Ganze nehmt. Das ist jetzt kalibriert aus Astropixel-Prozessor. Bei Nebel könnt ihr bei der selektiven Farbkorrektur noch hingehen und könnt jetzt hier zum Beispiel gewisse Regionen, ihr seht, das Staubband wird auf einmal viel deutlicher sichtbar oder halt mit viel roter, das Ganze viel gelber. Das könnt ihr hier alles theoretisch nochmal einstellen, so wie es halt euch gefällt. Ihr könnt es natürlich auch hochwissenschaftlich angehen. Das müsste jetzt jeder für sich entscheiden. Nur dass ihr das mal seht, hier kann man bei Zyan zum Beispiel ein bisschen das Ganze blau machen. Bei Blautönen kann man das Ganze auch nochmal ein bisschen blauer machen. Ja, nur dass ihr das schon mal gesehen habt. Weil was jetzt noch als letzten Schritt kommt, um das Ganze zu kombinieren, war eben jetzt die Sterne hier wieder reinzuholen. Dafür bearbeite ich jetzt erstmal die Sterne separat. Bin ich bei Sterne, Filter. Camera Raw Filter. So, und ich sättige das Ganze erstmal immer richtig kräftig, auch mit Dynamik. Dann kommen die Sterne einfach viel besser raus.
Natürlich kommt auch einiges an Grün wieder mit, leider oft, obwohl die Sterne vermeintlich kalibriert sind. Aber das kann man hier bei den Farbmischern nochmal ein bisschen besser in Kontrolle bringen, unter Kontrolle bringen. Und zwar gehe ich jetzt erstmal, ich habe jetzt hier wunderbar beide, was ich gerade anschauen möchte. Ich möchte nämlich immer die gelben Sterne noch ein bisschen besser herausbekommen. Und das geht hier mit dem Gelbton und mit der Sättigung. Und dann knallt ja richtig der gelbe Stern. Andersrum kann man auch hier beim Farbton die Grüntöne jetzt in diesen Sternen, beziehungsweise Aquamarin, muss ich selber gerade herausfinden, was es mehr ist. Ja, es ist ein Grünton, den kann man sich ein bisschen verdrehen. Ja, das ist halt jetzt die Sache, wie hoch legt ihr Wert drauf auf einer perfekten Farbkalibrierung. Ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Nur dass ihr seht, welche Tools ihr habt, um das Ganze etwas besser, ja, zu managen. Dieser Stern ist zum Beispiel jetzt ein bisschen arg türkis. Ja, entweder man macht den halt dann doch relativ blau hier, indem man die Aquamarintöne wegnimmt oder dreht. Ja, es sind Sachen, da könnte man sich jetzt ewig lang aufhängen. Muss jeder für sich wissen, wie er die Sternfarben möchte. Ich lasse sie jetzt so, Hauptsache schaut einigermaßen gut aus und die sind nicht total grün oder nicht total magentafarbig. Ich meine, ab und zu sind so ein paar Magenta-Punkte dabei. Kann man theoretisch auch rausholen, aber ich würde jetzt erstmal das Ganze so lassen und auf OK drücken. So, und jetzt kommt nur noch ein Schritt, und zwar einfügen mit dem Mischmodus hier auf Linie abwählen. Und das war's. Ihr habt euer fertiges Bild. Also das ist eigentlich ein super praktisches Tool, dass man die Sterne separat ein- und ausblenden kann, dass man den Hintergrund, wie gesagt, separat bearbeiten kann. Das war jetzt dieser super kriselige Hintergrund, wo dafür dann die Galaxie recht scharf ist, das halt zusammengelegt und zum Schluss halt noch die Sterne drauf. So, und das Ganze war es eigentlich. Und jetzt habt ihr ein wunderbares Bild. Ist natürlich jetzt auch eine relativ gute Rohaufnahme, aber mit diesen verschiedenen Schritten, heißt entsternen, Sterne rausnehmen, Hintergrund bearbeiten, Galaxie bearbeiten, das beides zusammennehmen und zum Schluss die Sterne einführen, habt ihr halt wirklich einen super einfachen Workflow und könnt halt sehr schön einfache Bilder machen. Ja, ist eigentlich mal echt interessant, was hier im Hintergrund noch so los ist. So genau habe ich mir das gar nicht angeschaut. Na schön, ich hoffe, das konnte euch helfen. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn noch andere Wünsche sind, dann könnt ihr mich die gerne fragen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.